Ja, mal gucken, ob uns die Seemädchen weiter so betören. Ah! Information über Literaturwerke der Nobelpreisträger für Literatur hinaus. Wusstet ihr, dass die Nase und die Ohren ein Leben lang weiter wachsen? Und wir schon beim Wachsen sind, der Mensch verlangsamt ja der Organismus per se sein Wachstum. Außer Ohren und Nase, haben wir ja gehört. Deshalb haben die alten Leute schon. So. Aber würde der Mensch in dem Tempo wachsen, wie er in seinem ersten Lebensjahr wächst, dann würde er mit 18 Jahren 5 Meter groß sein. Vielleicht sind Giraffen ja einfach die besseren Menschen. Muss ja nicht immer alles zum Lachen sein. Obwohl, komm, ich zeige das nochmal. Ich habe gestern schon gezeigt. Das fand man bezaubernd. Verzaubernd. Ist es vielleicht auch nur, ihr kennt es nicht. Keine Ahnung. So, jetzt aber hier. Nachdem die Meeresweibchen eine Weile unter den Bäumen getanzt hatten, ging der Fischer ans Ufer hinunter, nahm eines der Seehundfelle, die noch da lagen, und versteckte es unter einem Stein. Dann ging er nach seinem Boot zurück, legte sich neben ihm nieder und stellte sich schlafend. Nach kurzer Zeit sah er die Meermädchen an den Strand zurückkehren und ihre Seehundhüllen wieder überwerfen. Am Anfang herrschte eitel Lachen und Scherzen unter ihnen, aber bald verwandelte sich die Freude in lautes Jammern und Klagen, weil eine von ihnen ihr Seehundgewand nicht mehr finden konnte. Alle liefen am Ufer hin und her und halfen ihr suchen, aber kein Seehundfell war zu finden. Während sie noch eifrig suchten, sahen sie, dass sich der Himmel im Osten lichtete und der Tag graute. Da schienen sie nicht länger bleiben zu können und alle schwammen davon, außer der einen, die ohne Seehundfell war. Sie blieb am Strand sitzen und weinte. Dem Fischer tat das arme Meerweibchen herzlich leid, aber er zwang sich, ganz ruhig liegen zu bleiben, bis es heller Tag war. Da stand er auf, schob sein Boot ins Wasser und erst, als er schon das Ruder aufgehoben hatte, tat er, als ob er sie ganz zufälligerweise wahrnehme. Hier steht tatsächlich Ruder, nicht Ruder, also sollen sie wohl sein. »Wer bist denn du?« rief er. »Bist du eine Schiffbrüchige?« Sie stürzte auf ihn zu und fragte ihn, ob er nicht ihr Seehundfell gesehen habe. Aber der Fischer tat, als verstehe er nicht einmal, was sie meinte. Da setzte sie sich wieder nieder und fing aufs Neue zu weinen an. Aber jetzt schlug er ihr vor, zu ihm ins Boot zu steigen. »Komm mit mir in meine Hütte«, sagte er. »Meine Mutter wird sich um dich kümmern. Du kannst doch nicht hier auf der Insel bleiben, wo du weder ein Bett findest noch etwas zu essen bekommst.« Und er sprach ihr so freundlich zu, bis sie sich überreden ließ und zu ihm ins Boot stieg. Der Fischer und seine Mutter waren alle beide außerordentlich gut zu dem armen Meerweibchen, und es schien sich auch ganz wohl bei ihnen zu fühlen. Mit jedem Tag wurde es fröhlicher, half der Alten bei der Arbeit und war ganz wie ein anderes Mädchen, nur viel schöner als alle anderen aus der Umgebung. Eines Tages fragte sie der Fischer, ob sie seine Frau werden wolle. Da hatte sie gar nichts dagegen und sagte sogleich ja. Nun richtete man die Hochzeit her, und als sich die Jungfrau zur Hochzeit schmücken sollte, zog sie das grünseidene Schleppkleid an und setzte die schimmernde Perlenkrone auf, die sie damals getragen hatte, als der Fischer sie zum ersten Male sah. In jenen Zeiten gab es weder eine Kirche noch einen Geistlichen auf den Schären. Die Hochzeitsleute setzten sich in ein Boot, fuhren in den Mellah hinein und ließen sich in der ersten Kirche, an der sie kamen, trauern. Der Fischer hatte seine Braut und seine Mutter im Boot und er steuerte sein Boot so gut, dass es allen anderen vorauskam. Als sie jene Insel sehen konnten, wo er seine Braut gewonnen hatte, die nun glücklich und geschmückt neben ihm im Boot saß, musste er unwillkürlich lächeln. »Warum lachst du?« fragte die Braut. »Ach, ich denke an jene Nacht, wo ich dein Seehundfell versteckte«, antwortete der Fischer. Er fühlte sich ihrer jetzt vollkommen sicher und meinte, er brauche nichts mehr vor ihr zu verheimlichen.
Was sagst du da? Fragte die Braut. Ich habe doch nie ein Seehundfell gehabt. Es war, als habe sie alles vergessen. Weißt du denn nicht mehr, wie du mit den Meermädchen getanzt hast? Fragte der Fischer. Ich weiß nicht, was du meinst, antwortete die Braut. Du hast wohl heute Nacht einen sonderbaren Traum gehabt. Wenn ich dir nun aber dein Seehundfell zeige, glaubst du es mir dann? Fragte der Fischer und steuerte sogleich auf jene Insel zu. Als sie dort angekommen waren, stieg das Brautpaar aus und der Fischer zog das Fell unter dem Stein hervor, wo er es damals versteckt hatte. Aber kaum erblickte die Braut das Seehundfell, als sie es auch schon an sich riss, sich über den Kopf warf, das Fell schmiegte sich ihr um die Glieder wie etwas Lebendiges und sie warf sich augenblicklich in den Strom hinein. Der Bräutigam sah sie fortschwimmen. Rasch sprang er ihr nach ins Wasser, konnte sie aber nicht mehr erreichen. Als er sah, dass er sie nicht mehr zurückhalten konnte, warf er in seiner Verzweiflung seinen Spieß hinter ihr her. Dieser traf besser, als der Fischer gewollt hatte, denn das arme Meerweibchen stieß einen lauten Schrei aus und verschwand in der Tiefe. Der Fischer blieb am Ufer stehen und hoffte, sie werde wieder an die Oberfläche auftauchen, aber da sah er, wie sich über das Wasser ringsum ein milder Glanz ergoss, der ihm eine wunderbare Schönheit verlieh. So etwas hatte der Fischer noch nie gesehen. Das Wasser glänzte und blinkte und spiegelte in rosigem und weißem Schimmer, gerade wie Perlmutter in einem Muschel. Als die glitzernden Wellen ans Ufer schlugen, sah der Fischer, dass auch dieses sich veränderte. Überall begann es zu blühen und zu duften. Ein weicher Glanz breitete sich aus und es bekam eine Schönheit, die es früher nicht gehabt hatte. Und der Fischer erriet, woher das alles kam. Die Sache ist nämlich die, wer ein Meerweibchen sieht, findet es schöner als alle anderen Menschenkinder. Er kann gar nicht anders. Und als sich nun das Blut des Meerweibchens mit dem Wasser vermischte und dann mit den Wellen über die Ufer floss, teilte sich ihre Schönheit auch diesen mit. Die Schönheit wurde ihnen als Erbteil geschenkt, dass alle, die sie sahen, von der Lieblichkeit dieser Ufer hingerissen wurden und von da an stets von Sehnsucht nach ihnen erfüllt waren. Als der vornehme Herr in seiner Erzählung so weit gekommen war, sah er Clement an und dieser nickte dem Erzähler ernst zu, sagte aber nichts, denn er wollte ihn nicht unterbrechen. »Und nun pass auf, Clement, was ich dir sage«, fuhr der vornehme alte Herr fort. Jetzt blitzte es plötzlich schalkhaft in seinen Augen. Von jener Zeit an siedelten sich die Menschen auf den Inseln an. Zuerst waren es nur Bauersleute und Fischer, aber eines Tages kam der König mit seinem Jarl den Strom heraufgezogen. Als er die drei Inseln sah, machte er die anderen gleich darauf aufmerksam, dass jedes Schiff, das in den Mälar hinein wollte, daran vorbeifahren müsse. Und der Jarl meinte, hier müsste man eigentlich das Fahrwasser unter Schloss und Riegel legen, dann könnte man es nach Belieben öffnen und schließen. Also die Handelsschiffe hereinlassen, die Seeräuberflotten aber hinaussperren. Und siehst du, Clement, dieser Vorschlag wurde ausgeführt, sagte der alte Herr, indem er aufstand und von Neuem mit seinem Stock in den Sand zeichnete. Auf der größten der drei Inseln, siehst du hier, baute der Jarl eine Burg mit einem prächtigen Wachturm, der Kernan genannt wurde. Und rings um die Insel herum zog er Mauern, siehst du so. Und hier im Süden machte er ein Tor in die Mauer und setzte einen starken Turm darauf. Er baute Brücken nach den anderen Inseln hinüber und versah auch diese mit hohen Türmen. Und draußen auf dem Wasser, in weitem Umkreis um die Inseln herum, schlug er einen Kranz von Pfählen mit Querbalken, die geöffnet oder geschlossen werden konnten. Nun konnte kein Schiff ohne seine Erlaubnis vorbeifahren. Du siehst also, Clement, die drei Inseln, die so lange unbemerkt dagelegen hatten, waren plötzlich in eine starke Festung verwandelt worden. Aber damit war es noch nicht genug. Diese Ufer und Sunde hier zogen die Menschen an und bald strömten von allen Seiten Leute herbei, die sich auf den Inseln niederließen. Für diese Leute baute der Jarl eine Kirche, die später die Storkylka genannt wird. Hier liegt sie heute noch, ganz dicht bei der Burg. Und hier, innerhalb der Mauern, lagen die kleinen Häuser der ersten Ansiedler. Sie waren nicht großartig, aber damals brauchte es nicht mehr, um den Ort eine Stadt zu nennen. Die Stadt wurde Stockholm genannt und so heißt sie noch bis auf den heutigen Tag. Dann kam ein Tag, Clement,
an dem der Jarl nach seiner großen Arbeit zur Ruhe eingehen durfte. Aber Stockholm fehlte es darum doch nicht an einem Baumeister. Jo, so ist das also gekommen.